Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal BenKick28. Weiter geht's mit Football Tactics and Glories und diesem einen DLC mit den Football Stars. Und wir spielen in die neue Saison. Wir sind offiziell eine Viertligamannschaft, sind nicht mehr im Amateurbereich tätig. Und jetzt gibt's auch keine Unterbrechung mehr durch irgendwelche Schulungen. Wir können einfach jetzt fröhlich drauf loslegen. Ich hoffe, dass wir bald wieder in die Transfers können und uns neue Spieler holen können, die noch ein paar andere Fähigkeiten haben, damit ich die euch zeigen kann. Ansonsten bolzen wir uns jetzt einfach hier durch das Turnier durch, so gut wir das eben können. Das Spiel muss jetzt an der Stelle noch ein bisschen berechnen, leider. Okay, dauert ein bisschen länger, als ich dachte. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit der Meisterschaft von der letzten Saison und dass wir die uns geholt haben. Und jetzt hoffe ich, dass wir an dem Erfolg anknüpfen können und auch durch die vierte Liga marschieren wie heißes Messer durch Butter. So, jetzt passiert hier erstmal lange Zeit irgendwas. Da kommt Ergebnisse. Mal schauen, was jetzt hier als Nachricht gekommen ist. Genau, der hat sich wieder erholt. Das ist wunderbar. Mhm. Okay, das Team hat einen Aufstieg in die vierte Liga verdient. Okay, und dann fortfahren. Ja, jetzt kann man sich dann nochmal alles angucken. Das ist ja extrem interessant. Spieler, Spiele, Meister. Mhm. Allgemeine Statistiken. Okay. Müssen wir uns jetzt nicht alles reinziehen. Jetzt wird alles hier hinzugebracht. Wir haben hier oben jetzt 30 wieder an Ruhm gesammelt. Wir haben auch mehr Fans bekommen. Die Saison 11 überhaupt, da sind drei Stück von uns drin. Helmerichs hat es geschafft, Hubner, der Innenverteidiger, unser Libero Frankenstein. Drei Spieler haben es von uns geschafft. Das ist sehr geil. Wunderbar. Und dann können wir uns mal angucken, wie es aussieht bei anderen Ligen. Okay. Aha. Ja. Okay, das sehen wir jetzt aber nicht die Ergebnisse auf den Tabellen, sondern nur, wer da welcher Spieler geworden ist. So, jetzt bekommen wir die ganzen Errungenschaften von unseren Spielern. Wie ihr sehen könnt, hier Helmerichs 2 Punkte geholt, Semken einen, 2 Bären, 5 Pichler, 4 hat Hubner geholt, das ist sehr geil. Und Helmerichs hier auch nochmal 19 Punkte geholt, unser Stürmer. Das ist ja mal absolut krank. Also ich weiß nicht, da steht einmal mit 2 drin. Und da steht er nochmal mit 19 drin, also hat er das meiste geholt. Helmerichs war unser Starspieler, der darf nicht verkauft werden. So, jetzt kommt etwas, was wir bei der anderen Saison nicht hatten. Und zwar hatten wir bei der anderen keine Auswahl für einen Sponsor. In diesem Fall müssen wir einen Sponsor wählen. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Der eine hier sagt, wenn ihr Tore schießt, bekommt ihr. Wir schießen aber wahrscheinlich nicht sehr viele Tore, wie in der letzten Saison auch. Und für Heimsiege gibt es nochmal Punkte. Also mehr Geld, Entschuldigung. Der andere, Vinci, sagt, wenn ihr einen Aufstieg schafft und den ersten Platz sogar noch schafft, bekommen wir also entweder 134.000 oder 164.000. Und das hier ist der Safe-Pokal, der, sagen wir, der Safe-Typ, ne? Wenn ich sage, kriegst pro Spiel, kriegst du so viel einfach, also nicht pro Tore. Und dann sagt er dir, pro Sieg, egal wie heim oder auswärts, bekommen wir die Punkte. Wenn ich zocke, sage ich, okay, wir schaffen nochmal den Aufstieg, dann bekommen wir natürlich insgesamt das meiste, ne? Würde ich einfach mal behaupten, ja. Das andere müsste man sich halt ausrechnen, wie viele Punkte man jetzt hier bekommt ungefähr. Ne? Also man kann schon sagen, man kann das mindestens mal mit 20 multiplizieren, das ganze Ergebnis hier, und müssten uns jetzt überlegen, okay, wir könnten jetzt so ungefähr 20, ja 22, weiß ich gar nicht, wie viel 1000 bekommen, von denen hier am meisten gibt es, wenn wir auf den Aufstieg spielen. Das ist schon mal ganz klar. Und ich bin jetzt mal so frei und ich hoffe, ich falle damit nicht auf die Schnauze. Ich sag mir, die vierte Liga, die packen wir auch noch. Wir schaffen vielleicht nicht den ersten Platz, aber ich zocke mal auf den Aufstieg. So, Nachteil an dem Vertrag ist natürlich, dass wir erst am Ende der Saison Geld bekommen und Geld in unsere Kasse gespielt wird. Das ist natürlich schlecht. So, Co-Trainer. Blank kommt dazu, Alter 18, Stufe 3. Der Assistent hat noch eine Meldung, das Transferfenster ist offen, das ist wichtig. Wir spielen im Prestige-Pokal. Okay, Deutschland Flott Simpert sind jetzt ja 4. Die folgenden Teams werden landen international. Also München, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig, Mönchengladbach und Leverkusen. Okay, wunderbar.
Alles klar. Oh, okay. Schönen guten Tag. Unser Verein ist im Kauf des Spielers Frankenstein interessiert. Wir sind bereit, 95.000 für ihn zu zahlen. Eigentlicher Marktwert liegt bei 69.700. Mit freundlichen Grüßen. Altes München FC möchte, dass unseren Spieler haben. Das könnte ich mir überlegen oder lehne ich es ab. Ich könnte sogar noch mal mehr fordern. Ich weiß jetzt aber nicht, was auf dem Transfermarkt ist. Deswegen gehen wir noch mal auf zurück und gehen wir mal auf Transfers. Es gibt kein Libero für mich als Ersatz. Das ist natürlich schlecht, ja. Okay. Erweiterte Liste. Nee, das machen wir nicht. Die persönliche Liste. Mehr können wir erstmal nicht machen. Dann gehen wir mal kurz noch mal auf den Verein. Dann schauen wir uns das hier an. Dann gucken wir mal beim Scouting, dass wir mehr bekommen, wenn das überhaupt geht. Scouting-Zentrum. Können wir nur dann einstellen, wenn wir 28.000 ausgeben. Dazu bin ich jetzt gerade nicht zwingend bereit. Dann gehen wir nochmal auf die Transfers. Hier gibt es einen defensiven Mittelfeldspieler, der mich etwas anlacht. Ich gucke mir mal das Profil kurz an von ihm. Der ist 28, der hat einen guten Pass. Aber schlechte Verteidigung und Kontrolle. Nichtsdestotrotz hat er die Möglichkeit, bloß eine Stufe zum Talent abfangen kriegt er, fängt Bälle innerhalb von zwei Feldern ab, Bonus zur Verteidigung, wenn der Ball über DM läuft, kann sich zwei Felder ohne Ball bewegen. Den hätte ich mir, glaube ich, sogar geholt, den Ettinger. Den will ich mir sogar holen. 17 Spiele hat er in der dritten Liga gemacht bei Jena, okay. In der vierten 0, Gesamt 17. Vorlagen hat er 4 gemacht, Zweikampfberaten, hat also keine Einsatzzeit, der Typ. Ist 28. Okay, aber den anderen kann ich nicht verkaufen. Den kaufen wir uns auf jeden Fall, ja. Endlich habe ich meinen defensiven Mittelfeldspieler. Darauf habe ich ja die ganze Zeit gehofft, dass wir mal so einen bekommen. So. Jetzt haben wir nicht mehr viel Geld. Wie gesagt, die große Schwäche. Wir gucken mal nochmal unseren Assistenzbereich nach. Ah, da, altes München. Ich sag mal, zum alten München mehr fordern. Ich fordere mehr. Und dann schauen wir mal, ob wir den verkaufen oder nicht. Unser Verein, nee, unsere Mannschaft, sehen wir jetzt hier. Okay. Ettinger wird auf jeden Fall reingehen. Das ist ein ganz klarer Fall. Unsere Aufstellung ist erstmal so, wie sie ist. Helmerichs kommt natürlich in den Sturm. Behrend bleibt natürlich auch erstmal drin stehen. Wir haben keinen guten, so guten Torwart zurzeit. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jemanden verkaufen. Plank ist neu reingekommen. Der ist ein guter Kontrolletyp. Mehr kann der eigentlich nicht. Das heißt gut, ne? Gut in Anführungszeichen. Wie sieht's hier aus? Der ist schon relativ alt, der Mittelfeldspieler hier. Okay. Also Frankenstein ist 31 Jahre alt, aber ohne Libero zu spielen mit drei Innenverteidigern wird echt übel, Leute. Das muss ich mir echt genug gut überlegen. Die Frage ist, verkaufe ich auch noch irgendwen? Das ist halt die große Frage, die sich hier stellt. Ich kann insgesamt nichts mehr weitermachen, großartig. Ich habe hier noch Möglichkeit, Sachen zu tun. Okay, hier ist gesperrt. Hier hätte ich auch noch mal ein bisschen was. Da würde ein zweiter Jugendtrainer, würden die mehr Erfahrung kriegen. Das finde ich auch interessant, die Jugendspieler, wenn ich sie mal einwechseln tue, dass sie wenigstens ein bisschen mehr kriegen, aber immer nur 10%. Alles schwierig. Reservespieler erhalten ebenfalls Erfahrung nach Spielen. Das möchte ich machen. Ja.
Das haben wir schon mal getan. Das nächste kostet uns 35. Haben wir schon wieder nicht mehr. So schnell geht's. Wir generieren natürlich noch ein bisschen Einkommen durch unsere Spiele. So. Da ist jetzt noch niemand dazugekommen, Neues. Der hat eine Genauigkeit von 27 und ist wie alt? 26 Jahre alt. Genauigkeit von 24 hat er. Genauigkeit 26, 28 und zurück. 28, 38. 38. Er ist zu schwach. Der Verteidiger hat 28er Verteidigungswert. Ich glaube, da ist jetzt niemand dabei, den ich jetzt gerade aktuell wirklich benötige. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Und haben Wiesbaden fehlt nicht WC, sondern FC vor uns. Einige meiner Spieler müssen noch was trainieren. Mannschaft, Verträge, Training. Hier, Ettinger. Pass in den freien Raum ist deine Fähigkeit. Mach. Verträge, drei Stück, wo ich verlängern muss. Oder sollte. Ja, Behrendt ist mir ganz wichtig. Harald nicht unbedingt. Den könnten wir auch verkaufen. Das werde ich jetzt auch dann tun. Den nehmen wir hier mal Profil. Harald, du darfst gehen. Einfach viel zu schwach. Emden FC will ihn für 63. Das bringt mir ja gar nichts. Okay, zurück, dann kannst du noch drin bleiben. Also 63, da kann er auch die 2 Monate noch weiterspielen. So, den da, was passiert, wenn ich den verkaufen möchte? Da würde ich wenigstens noch was bekommen. So, die Potsdamer ist Amateurliga, die würden ihm 11 geben. 11 Ruhm, damit könnte ich wenigstens irgendwas wieder ausbauen, hinterher weniger Geld. Aber dann gebe ich den an Potsdam ab. So, ein Mittelfeldspieler leider wieder losgeworden. So schnell kann es gehen, Leute. Aber wir haben ein bisschen Geld und wir haben wieder ein bisschen Ruhm. So. Da ist nichts wirklich Neues dazugekommen. Das ist natürlich schade. Ja, das habe ich gemacht. Mit wem möchte ich meinen Vertrag verlängern? Mit Behrendt. Was will der dafür? Für ein Jahr wäre das. Ja, dann machen wir es nicht zu lange. Ein Jahr verlängere ich bei dir noch. Das kriegen wir hin. So, dann gehen wir nochmal auf. Das haben wir alles gemacht. Die haben wir gemacht. Das haben wir. Da gucken wir uns gleich an, den Gegner. Dann bei Verein will ich jetzt nochmal was ausbauen. Jugend lassen wir mal Jugend sein. Chefmasseur. So, und dann mache ich hier der zweite Jugendringer. Nach dem Spiel hat ein Spieler im Alter von 16 bis 20 Jahren mehr Erfahrung. Das mache ich jetzt auch nochmal. Dann ist unser Ruhm erstmal weg. Ihr seht schon, ich versuche ein bisschen was auszubilden. Mal gucken, ob ich da mit recht habe oder nicht. So, jetzt schauen wir uns auch nochmal den Gegner an, der hier echt stark steht drin, mit seiner Abwehr. Auf der anderen Seite, hat er 37er Werte, 38, 31. Irgendwas um mein Dribbling. Auseinanderzunehmen hat er nicht. Dann könnten wir auch Behrendt auf links stellen. So. Die können wir schlagen, meine ich. Der Sturm ist auch recht gefährlich, muss man ganz ehrlich sagen. Der ist der mit der Genauigkeit 1, nicht 33. Dann stelle ich den dem gegenüber und dann passt es mir ganz gut. Okay, dann erstmal auf zurück und dann gehen wir aufs Spiel. Wir wollen loslegen. Zu Hause gegen Wiesbaden, meine Lieben. Es geht los, meine Freunde des Fußballs, der Rundenstrategie. Wir legen los. Dieses Spiel möchte ich euch jetzt noch zeigen. Neue Saison, immer viele Überlegungen, das ist ja klar. Und ja, mal gucken, inwieweit wir jetzt Erfolg haben oder nicht. So, zunächst einmal müssen wir versuchen, den Ball unter unsere Kontrolle zu bringen und ihn auch da zu behalten. Und versuchen, den Gegner ein bisschen aus der Fasson zu bringen. Deswegen spielen wir den Ball zu Behrendt rüber, der sich nochmal einfällt, bewegen wird.
Und dann die versucht den Ball erstmal zu kontrollieren. Natürlich wird die KI entsprechend reagieren. Und sie konnte Behren den Ball nicht abnehmen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn hier in Szene zu setzen. Helmerichs kann sogar da reingehen. Ich weiß nicht, das wäre eigentlich nicht so gut. Die Bewegung im freien Raum würde zwei Spieler umspielen. Ich will mal gucken, was der für einen Wert hat. 5. Der hat eine hohe Verteidigung, der andere, der Torwart meine ich. Entschuldigung, Leute. Ich überlege jetzt, Helmerichs. Nein. Das wäre ein riskanter Ball. Aber ich mach's. Helmerichs bringe ich darüber. Achso, das war jetzt genau falsch rum. Pass in den freien Raum. Muss ich jetzt leider so spielen. War jetzt blöd von mir. Macht aber nichts. Wir bewegen ihn trotzdem da rein. So, Präzisionsschuss. Gewaltschuss. Oder wir gehen über den Hackentrick. Jetzt ist die Frage 2x6. Ich schieße einfach mal so. 1-0. 1-0. Da fängt die neue Saison doch erstmal glänzend an, würde ich behaupten. Der defensive Mittelfeldspieler hat jetzt versucht, den Ball abzufangen, wie ihr jetzt übrigens gesehen habt. Der Ettinger hat es leider nicht geschafft. Jetzt ist mal wieder unsere Verteidigung dran, die sehr gestaffelt vom Strafraum steht. Nimmt jetzt hier erfolgreich den Ball ab und der Gegner kann erstmal nichts tun. Da passe ich einfach durch. So, und jetzt nutzen wir mal unsere Fähigkeit zum Dribbeln. Einmal ist es uns gelungen. Wir versuchen es nochmal. Erstmal mit der Prüfung den Blick. Ob wir, nee, da haben wir ein richtiges Problem. Dann versuchen wir es nochmal. Wieder gelungen. Und wir schießen nochmal. 2-0. Ja, das sieht nicht so gut aus für Wiesbaden. Defensive Mittelfeldspieler wieder reingekrätscht, wieder versucht hier den Ball zu bekommen, hat jetzt aber leider viel Platz gemacht hier für einen Pass. Hier der Versuch eines Schusses und auch das gelingt der KI nicht. So, Pichler, der kann glaube ich grätschen, jawohl. Das ist ein langer Ball, wie man an der gestrichelten Linie auch eigentlich sehen kann, die ihr jetzt hier am Rand seht. Deswegen kriegt jetzt überall den Ball. Nee, ich will ihn nicht ins Aus spielen. Ich bewege mich darunter. Und versuche vielleicht, um einen Foul zu provozieren. 31er Kontrolle haben wir jetzt hier trotzdem nicht geschafft. Leider. Noch zwei Aktionen für die KI. Da kommt der Pass jetzt vor zu den Herrn Sell. Und der Herr Sell schießt und versagt. Und damit wäre es Halbzeit. Ich guck mal ganz kurz wegen der Fitness. Ja, der Herr Helmerichs könnte eigentlich ausgewechselt werden. Dann würden wir aber auch keine weiteren großartigen Toraktionen mehr haben. Das macht mir aber so in der Hinsicht vielleicht sogar gar nichts. Bei einem Stand von 2-0, denn noch ein drittes Tor wird mich schon beruhigen. Deswegen nochmal eine Halbzeit. Nochmal der Versuch über Helmerichs dann jetzt. Ne? So, hier hat überall abgewehrt den Pass. Konnte ihn erfolgreich abfangen. Selb bewegt sich auf und zu. Beide sind motiviert. Und da gibt es ein finsteres Foul. Rote Karte für Sell, für den Mittelstürmer. Das gefällt mir sehr gut. Das ist richtig. Von hinten in die Beine war das nämlich.
So, wir haben drei Aktionen, also es ist jetzt kein normaler Freistoß. Dann würde ich einfach sagen, ist hier wieder der Pass angebracht. Ja, müssen wir so spielen. So, jetzt müssen wir aufpassen mit der, ja, wie soll ich sagen, mit seiner Gesundheit. Der Schuss dadurch könnte auch schon gelingen, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, vom Flügel aus. Wir können aber auch nochmal versuchen, den Hackentrick anzuwenden, aber wir haben zweimal eine kleinere Chance, dadurch uns zu dribbeln. Wenn wir aber vom Torwart stehen, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu treffen, natürlich nochmal höher. Ich versuche es nochmal mit dem Hackentrick. Okay, wir sind nochmal durchgekommen. Helmerich ist jetzt leider erschöpft. Wir schießen trotzdem nochmal drauf und machen das 3:0. Und jetzt darf Helmerich eine Pause einlegen. Das muss nämlich echt nicht mehr sein, dass er sich jetzt da komplett erschöpft sozusagen. Und wir werden einem unserer jungen Spieler die Chance geben, jetzt auf den Platz zu gehen. Die haben sich auch jetzt auch anders wohl, wir wollen sich jetzt wohl anders aufstellen. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben hier den 19-Jährigen, den ich auch schon ein bisschen trainiert hatte. Blank wäre auch nochmal gut als Defensiver. Angermeier ist schon relativ alt. Schaub. Ja. Wir nehmen unseren jungen Schaub. Der darf mal rein jetzt und sich ein bisschen beweisen. Also jetzt gehen wir nicht mehr auf ein Tor, sondern jetzt gehen wir einfach auf 37, 38, 31. Da bleibt Semken hier. Damit wir Semken besser in Szene setzen können, machen wir das vielleicht so. Und ihn setzen wir dahin. Hier haben sie was gemacht, 21. Oh Gott, die sind ja richtig schlecht da vorne. Okay, zurück. 3:0, würde ich sagen, ist ein echt guter Einstieg in die vierte Liga. Wieder knapp nicht geschafft, Ettinger. Das ist knapp, eine 1 gewürfelt, schlimmer geht's nimmer. Und hier wieder der Verteidiger, der den Ball sich holt. So, Hubner hat den Ball, spielt ihn hier rüber. Ne, das machen wir nicht. Wir gehen auf Nummer safe. Wir führen 3:0. Müssen hier jetzt nichts mehr riskieren. Völlig unnötig. Lock mal lieber mal einen Abwehrspieler raus. Ist mir gelungen. Behrend, meiner Meinung nach, bärenstark. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kann ich einen Pass in den freien Raum spielen. Das mache ich natürlich. Bringe jetzt Semken hier komplett vors Tor. Und jetzt müssen wir mal schauen. Präzisions-, Gewaltschuss. Also Präzisionsschuss, die Wahrscheinlichkeit ist höher, aber auch nicht viel höher. Aber ganz knapp, Semken, 4:0. Schaut euch das mal an. Der Mittelstürmer ist natürlich mit seiner Fähigkeit in den freien Raum gegangen. Das habt ihr ja auch gesehen. Dann noch der Pass in den freien Raum. Das ist pures Gift für die Abwehr hier. Für so eine aufgestellte Kette ohne Libero. Ja, schon wieder an unserer Verteidigung abgeprangt. Pichler hier ganz klar ein guter Mann. Kann ich mir das angucken? Das war, glaube ich, ein langer Ball von Frankenstein. Und dann Feli. Die Fähigkeit auch. Will ich das noch riskieren? Gut, die kommen eh wahrscheinlich nicht mehr zu einer Offensivaktion. Deswegen nehme ich Frankenstein. Was passiert hier? Langer Pass. Aber das ist nur ein einziges Mal. Der könnte dann weg sein. Das ist nicht gut. Das sind alles normale Pässe. Wisst ihr was, dann gehe ich auf Nummer safe. Ich spiele ihn an. Den jungen Schaub. Und der junge Schaub darf nochmal Ballkontrolle machen. Der soll ein bisschen leveln. Das geht halt nur, wenn er es halt auch wirklich Aktion machen lässt. Gut, jetzt habe ich halt leider einen Ball verloren. Das kann ich jetzt auch nicht ändern. Vielleicht kriege ich noch ein Gegentor. Ja, sein Verteidigungswert muss besser werden von Ettinger. Ja, wieder der verzweifelte Schuss. Wieder nichts geworden. Damit ist das Spiel vorbei. 4:0. Für Dinotopia, ich bin sehr, sehr zufrieden. Aggressiver Zweikampf, rote Karte für den Gegner auch noch. Ja. Und da kommt jetzt die Erfahrung. Ja.
Helmarichs wieder richtig fett abgesahnt. Ja, und das seht ihr auch hier ein bisschen mehr Level bekommen. 34 Punkte gemacht, so kommt er schneller hoch, ist jetzt Stufe 5. Ihr seht halt, mit Stufe 5 ist halt einfach viel zu schwach. Man muss richtig viel investieren, damit die Jugendspieler besser werden, aber sie leveln auch relativ schnell. Hier kann man es auch erkennen, ja. Und unser Stürmer Helmarichs, der wird auch immer besser mit der Zeit. Unser Torwart hat auch bald ein Level-Up, das ist sehr gut. Ja, ihr seht also Einnahmen durch die Karten einfach. Vinci, Vidi Vidi Vinci, ich kam, ich sah, ich siegte, hat uns nichts überwiesen, aber hier gibt es auch nochmal Punkte für andere Sachen, ne? Seht ihr jetzt hier, das ist doch wunderbar. Neue Fans hat es trotzdem 4:0 nicht gegeben. Guck mal in die Sternwertung, ist Köln-Stadt FC, ein richtig harter Gegner. Ja, das wird noch interessant. Aber hey, 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 erstes Spiel und ich bin zufrieden. Es läuft ganz gut. Wir müssen halt aufpassen, wenn einer von unseren Stürmern zu viel Energie verliert, ist es natürlich schlecht. Helmarichs und Behrendt haben es in die Elf des Tages geschafft. Fortfahren. So, gut, ich will die Folgenlänge nicht überziehen. Ihr seht jetzt, die vierte Liga geht bei mir los. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Ich habe da Spaß dran. Es wird natürlich immer partiell weitergehen bei mir auf dem Kanal, dieses kleine Projekt. Ich freue mich, wenn ihr Likes und Kommentare da lasst. Und selbstverständlich, ein Abo wäre mega nice von euch. Nun gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, euer BenCake28.